Saarland-Pokal-Halbfinale heute. Für Saarbrücken ein besonders wichtiges Spiel. Denn nur so besteht die Möglichkeit, den Pokal noch zu gewinnen und eine mäßige Saison zu retten. Dazu musste der FC aber zunächst einmal die Hürde beim Saarland-Ligisten Saar 05 nehmen. Saar 05-Trainer Seibert hat Lust auf Pokal. Ich will hier heute gewinnen, so sein Statement vor dem Spiel. Bei FC-Coach Dirk Lottner gilt, alles andere als ein Erfolg wäre eine mittlere Katastrophe. Saar 05 mit Bastian. Müller dazwischen, Ball landet bei Perdedei, der macht es schnell auf Tobias Jennecke. Und Tobias Jennecke bringt sein Team in Führung, 0:1, 12. Minute. Exakt 30 Minuten später wieder der FCS, Eisele zu Mendler, die Gäste zur Pause 2:0 vorne. Spielerisch nicht alles top, der sportlichen Leitung wird das Ergebnis aber durchaus gefallen. Zweite Hälfte, 57. Minute. Der ersatzgeschwächte Saarlandligist macht es doch noch mal spannend. Marc Jung mit dem 1:2. Die FCS-Defensive, wie zuletzt schon häufig, zu körperlos. Gefällt dem Trainer überhaupt nicht. Doch Lottners Mannschaft lässt im Anschluss keinen Treffer mehr zu, legt dagegen selbst noch mal nach. 78. Spielminute. Der eingewechselte Marcel Kahl serviert für Tobias Jennecke und der besorgt den 3:1 Endstand für den FCS. Der Favorit erreicht das Saarland-Pokalfinale. Das Ergebnis aus blau-schwarzer Sicht absolut okay. Die Leistung ist ausbaufähig. Es war jetzt nicht gefährdet, aber ich hätte es mir trotzdem so ein bisschen überzeugender gewünscht. Ja, vor allem dann auch zu Null hinten raus. Das haben wir leider nicht geschafft, aber gut, ich glaube, am Ende des Tages ging es darum, einfach das Finale zu erreichen. Saar 05 dagegen scheidet aus, hat sich dennoch Komplimente verdient. Für den Club war es das Spiel des Jahres. Für den Verein war es, glaube ich, schön. Tolle Kulisse hier auf dem Kieselnummer, sieht das immer gut aus. Und die Einnahmen werden uns auch ganz gut tun, denke ich. Der erste FC Saarbrücken gewinnt das erste Halbfinale mit 3:1 bei Saar 05. Matchwinner ist Tobias Jennecke mit 2 Treffern. Und die Fans des FCS dürfen somit weiter vom Pokalsieg träumen.